Gut, Thema heute: objektorientierte Sichtweise auf Anwendungssysteme. Objektorientierung, das ist ein Begriff, der stammt eigentlich nicht so sehr aus dem Bereich informationstechnische Grundbildung, Benutzung von Standardanwendungen und so, sondern aus dem Bereich der Programmierung. Objektorientierung besagt, dass man eine bestimmte Sichtweise, ja, auf Dinge einnehmen kann, dass man in einer bestimmten Art von Modellen denkt, wenn man die Welt und Systeme in der Welt betrachtet. Und ja, Objektorientierung kommt eben in der Informatik nicht nur in der Programmierung vor, sondern diese Sichtweise, die letztlich aus dieser Art und Weise, aus diesem Programmierparadigma stammt, diese Sichtweise kann man auch in anderen Bereichen anwenden, beispielsweise wenn man Anwendungssysteme betrachtet. Die Motivation für die Sache ist die folgende. Sie kennen ja immer die Sprechweise, dass wir in informationstechnischer Grundbildung und im Schulunterricht keine spezielle Softwareschulung machen wollen, sondern dass Schülerinnen und Schüler die Strukturen kennenlernen sollen, die hinter den Anwendungssystemen stecken. Also wir machen jetzt keine Open-Office-Schulung in der Schule, sondern wir bringen Textverarbeitung und Tabellenkalkulation und Folienpräsentationsprogramme bei, ja, die Verwendung dieser. Und welche Software das letztlich ist, da sollen die Schülerinnen und Schüler sich selbst auch einarbeiten können, wenn es denn notwendig ist. Das heißt, sie brauchen eigentlich die dahinterliegenden Strukturen hinter den Systemen und keine direkte Anwenderschulung. Ja. Früher hat man das häufig gemacht, dass man gesagt hat, okay, um das und das zu erreichen, muss man Shift und F4 drücken. Ja, das ist natürlich eine Softwareschulung. In anderen Programmen ist es eben nicht mehr Shift und F4, sondern irgendeine andere Tastenkombination. Und es geht auch gar nicht so sehr darum, Tastenkombinationen auswendig zu lernen, sondern es geht darum, zu wissen, wie man bestimmte Dinge formatiert, welche Elemente es in der Software gibt und so weiter. Und in dem Kontext hilft auch, oder ist es nützlich, auch objektorientierte Sichtweisen mal zu diskutieren. So, vielleicht zunächst mal zum Begriff Objektorientierung. Objektorientierung, ja, setzt als gegeben voraus, dass man als Mensch die Dinge in der Welt in Form von Objekten und in Beziehungen zwischen Objekten wahrnimmt. Ja? Also beispielsweise, wenn ich mich hier umschaue, ne, da steht hier ein Tisch und auf dem Tisch liegen Handschuhe. So. Das sind ja zunächst mal Objekte, könnte man sagen, ne, und die stehen in bestimmter Beziehung zueinander. Also die Handschuhe liegen auf dem Tisch. Oder die leere Energy-Dose, ja, die steht ebenfalls auf dem Tisch und die steht vielleicht sogar in Beziehung zu den Handschuhen, nämlich nicht direkt daneben oder so. Okay, also, und wenn ich mich umschaue, sind auch jede Menge Menschen, da könnte man auch sagen, oh, das sind auch alles Objekte, ne? Also wenn Sie jetzt nicht beleidigt fühlen, bitte, wenn ich Sie als Objekt bezeichne, ja, aber tendenziell kann ich hier unterschiedliche Entitäten wahrnehmen, die in sich genommen abgeschlossene Einheiten bilden. Ja? Also Sie vielleicht sind eine abgeschlossene Einheit, ne? Sie können durch die Gegend laufen, ich nehme Sie immer als abgeschlossene Einheit wahr, können aber natürlich auch mit anderen Objekten in Kontakt treten, beispielsweise mit Ihrem Nachbarn. Okay, also in der Welt um uns herum sind Objekte und die stehen in Beziehung zueinander, die können miteinander interagieren, miteinander Informationen austauschen und diese Tatsache, die liegt objektorientierter Sichtweise zugrunde. Ich habe hier auch mal ein Bild hingemacht, auch mit jeder Menge Objekte. Ne? Ich habe mal meinen Bücherschrank fotografiert. So, da sind also jede Menge Bücher drin hier und auch da kann man jedes einzelne Buch als Objekt auffassen. Ich kann so ein Objekt aus dem Schrank nehmen, es bleibt für sich genommen immer noch eine geschlossene Einheit, ein System, das Schnittstellen nach außen hat. Ich kann es aufschlagen und lesen, dann interagiere ich als Objekt mit dem Objektbuch und nehme Informationen aus dem Buch auf, beispielsweise dadurch, dass ich es lese. Okay. Nehmen wir vielleicht erstmal die Sicht von Softwareentwicklern ein, die ein Informatiksystem produzieren wollen, bevor wir objektorientierte Sichtweise auf Anwendungssysteme einnehmen. Also ich bin Softwareentwickler, ja, und ich möchte ein System schreiben für eine Bibliothek. So, ich möchte ein Bibliothekverwaltungsprogramm schreiben, in dem, ja, ganz klassisch an der Hochschule jede Menge Bücher registriert sind. Es sind Studierende registriert mit ihren Ausleihscheinen oder Ausleihausweisen und
Ja, ich möchte in irgendeiner Weise verwalten, wer gerade welches Buch hat, möchte automatisiert irgendwelche Mahnschreiben rausschicken und so weiter. Ja? Okay, das heißt, in erster Linie habe ich mal mit Objekten zu tun, wie man sie hier sieht, Büchern. Und ich muss mir überlegen, wie modelliere ich mein System derart, dass diese Objekte darin verwaltet werden können. Und der grundlegende Beschreibungsmechanismus in objektorientierten Programmiersprachen ist das Schreiben einer Klasse. Ich habe das hier mal ganz abstrakt visuell dargestellt. Das ist jetzt keine Programmiersprache, die man hier sieht. Das ist ein sogenanntes Klassendiagramm aus einer bestimmten Art und Weise, wie man objektorientierte Systeme modellieren kann. Es gibt nämlich die sogenannte Unified Modeling Language, UML, die legt bestimmte grafische Mechanismen zur Verfügung, stellt zur Verfügung, wie man Klassen, Beziehungen zwischen Klassen, Objekte und so weiter darstellen kann. Und hier sieht man jetzt die Art und Weise, wie man die Klasse Buch ganz abstrakt gesehen darstellen kann. Die Klasse Buch ist ein abstraktes Beschreibungsmuster für Objekte vom Typ Buch. Mit der Klasse Buch lege ich fest, was denn Objekte vom Typ Buch alles haben und können sollen. So, und zwar sieht man hier drei verschiedene Teile. Ganz oben sieht man den Klassennamen, Name der Klasse Buch. Der Mittelteil, da lege ich die Attribute fest. Und zwar Attribute kann man ja ungefähr vergleichen mit Eigenschaften. Welche Eigenschaften haben denn Objekte vom Typ Buch? Ja? Genau, da kommt der Datenbankspezialist und sagt, da fehlt irgendwie so eine ID oder so eine Schlüsselnummer oder sowas. Ja? Das könnte man hinzufügen, klar. Ich wollte jetzt nicht zu informatisch werden an der Stelle. An der Stelle könnte man jetzt hier noch eine ID, eine Nummer, eine laufende Nummer oder gut, Bücher haben in der Bibliothek eine Signatur, ja, das könnte man hier an der Stelle noch aufnehmen. Genau. Ja, Attribute sind Eigenschaften von Büchern, also beispielsweise Titel ist eine Eigenschaft, ne? Jedes Buch hat einen Titel. Jahr, Autor, Seitenzahl, ausgeliehen, das sind alles Eigenschaften, die mit bestimmten Werten belegt sein können. Also, wenn ich ein Buch vor mir habe, sagen wir mal die Bibel, ja, da habe ich Titel, die Bibel, Jahr. Okay, wird schon wieder schwierig, ne? Ein blödes Beispiel ausgesucht. Genau. Dann nehmen wir ein anderes Beispiel. Ne? Nehmen wir der Name der Rose. Ja, das ist ein Roman. Ja, weiß ich jetzt nicht auswendig. Kann man googeln. Ne? Autor Umberto Eco. Seitenzahl kann man auch nachschlagen. Das sind also alles Werte, die speziell, ja, die Eigenschaften dieses Buchs letztlich festlegen. Gibt natürlich, ist natürlich nicht eindeutig in dem Sinne, dass es auch verschiedene Bücher geben kann, die zum Beispiel dasselbe Jahr haben. Ja? Oder denselben Autor beispielsweise. Oder im schlimmsten Fall denselben Titel. Wenn man dann ein Buch bei Amazon bestellt, muss man gucken, welches von denen will ich haben. Ne? Okay, also unterschiedliche Eigenschaften, Attribute, die je nach Buch belegt sein können mit bestimmten Werten. Das ist auch der Unterschied zwischen Klasse und Objekt. In der Klasse beschreibe ich, welche Eigenschaften Objekte haben, die durch diese Klasse beschrieben werden. Die einzelnen Objekte haben dann ganz konkrete Ausprägungen. Das heißt, da sind die Attribute tatsächlich mit bestimmten Werten belegt. In der Klasse lege ich nur fest, welche Attribute hat denn so ein Objekt. Ja, und außerdem gibt es neben den Eigenschaften oder den Attributen auch die sogenannten Methoden. Das sind in der Regel ja, Prozesse, die ich mit auf diesen Objekten ausführen kann, Dinge, die man mit ihnen tun kann. Und Methoden sind als Verben formuliert. Ja, wenn man jetzt programmiertechnisch denkt, sind die Methoden Prozeduren, Funktionen, die man ausführen kann, die man aufrufen kann. Während Attribute eher durch Variablen vielleicht dargestellt werden, also Variablen, die man mit Werten belegen kann. So, und welche Methoden bietet die Klasse Buch jetzt an? Also was kann man mit einem Buch so machen? Ein Buch kann man leihen, ja, und ein Buch kann man vielleicht aussondern. Also als Bibliothek sage ich, das Buch, das hat schon ewig keiner mehr geliehen, das sondere ich jetzt aus.
Und ja, können sich noch ein paar andere Methoden überlegen, die man mit Büchern machen kann. Okay, also so sieht eine Klasse aus. Abstrakte Beschreibungsform, die aus drei Bereichen besteht. Name der Klasse, Attribute, also Eigenschaften von Büchern, werden hier ganz abstrakt beschrieben und die Methoden, die man mit Büchern machen kann. So. Wenn ich mal ein System habe, in dem eine solche Beschreibung in Form einer Klasse hinterlegt ist, dann kann ich jetzt anfangen, konkrete Objekte zu instanziieren, gemäß dieser Beschreibung und die entsprechenden Attribute mit Werten belegen. Ah ja, nochmal hier unten, Unified Modeling Language, die hilft einem dabei, das grafisch zu veranschaulichen. So, ich habe jetzt hier mal zwei Bücher abfotografiert, aus dem Schrank rausgegriffen. Links eins von mir, meine Promotionsarbeit, ja, Uralter Schinken, könnte man langsam mal aussondern. Okay, so, und rechts eins von Uli Iberer, ein Kollege aus Ludwigsburg, auch seine Dissertation, habe ich jetzt beide mal fotografiert hier. Und Sie sehen, ich habe jetzt zwei konkrete Objekte rechts und jedes dieser Objekte hat bestimmte Attributbelegungen. Also wenn wir das orangene Buch hier mal nehmen, da wäre der Titel belegt mit Benutzungsprozesse beim Lernen und Lehren mit Computern, ja, vergessen, 2007 glaube ich. Autor Christian Spannagel, Seitenzahl muss man nachgucken, ausgeliehen false. Ja, also wenn man das boolschen Wert vielleicht nimmt, das Buch ist gerade nicht ausgeliehen in der Bibliothek. So, rechts ein anderes Buch, da wäre der Titel Bildungsmanagement von Blended Learning, ja, weiß ich auch nicht, muss man nachgucken, Autor Uli Iberer und so weiter und so weiter. Sie können übrigens auch zwei Objekte haben, die absolut identischen Attributbelegungen haben. Ja? Also wenn Sie eine Klasse haben, Buch, wie hier dargestellt, und dann können Sie zwei Objekte instanziieren mit denselben Werten. Das wäre denkbar. Wenn Sie die beiden Bücher hier rechts sehen, das sind die gleichen Bücher, die haben links in der Regel die gleichen Werte. Wenn man jetzt Ihre ID oder Signatur mit hinzunehmen würde, dann wahrscheinlich nicht, ja, weil man dann nochmal einen eindeutigen Bezeichnen hinzufügen würde, um zu vermeiden, dass alle Attribute gleich sind, dass man weiß, welches dieser gleichen Bücher wurden denn schon ausgeliehen und welche nicht. Oder dass man unterschiedliche Instanzen tatsächlich hat. Ja. Beziehungsweise man hat unterschiedliche Instanzen und dass man eben auch noch die durch die Attributwerte unterscheiden kann, wie beispielsweise unterschiedliche Signaturen, laufende Nummer oder sowas. Okay. Jetzt ist natürlich nicht damit getan, so eine einzelne Klasse zu schreiben, sondern wenn man ein System schreibt, also ein ganzes Informatiksystem objektorientiert modelliert, hat man es in der Regel mit mehreren Klassen zu tun. Vielleicht möchte man an der Stelle sagen, ach, Autor, das ist mir zu ungenau. Ja, was ist mit Autor gemeint? Ich möchte vielleicht mehrere Daten zu einem Autor erfassen im System und es wird jetzt nicht durch ein einzelnes Attribut Autor abgedeckt, dann kann man Folgendes machen. Man erfindet eine Klasse Autor. Ja? Eine zweite abstrakte Beschreibung von Objekten, die in dem System eine Rolle spielen. Also Autoren scheint es zu geben in dem System. Ne? Und jetzt kann man hier wiederum einzelne Attribute festlegen: Nachname, Vorname, wenn man da unterscheiden möchte, Geburtsjahr vielleicht, Anzahl Publikationen, irgendwelche Attributwerte, die in dem System hinterlegt werden sollen. Methoden gibt es jetzt hier nicht, weil das System keine Methoden anbieten will zu Autoren. Ja, also man soll mit Autoren nichts machen können oder so. Ja, vielleicht kann man sich auch was ausdenken, sowas wie Sätze, Anzahl Publikationen, also eine Methode, mit der man die Attributwerte ändert. Sowas hat man auch ganz häufig. Hier in der Mitte sieht man eine Beziehung zwischen Klassen. Was Sie hier sehen, ist eine bestimmte Art von Pfeil, wenn man so will, der allerdings in die andere Richtung geht, der die Bedeutung hat. Also wenn ich einen Pfeil in dieser Form oder eine Assoziation in dieser Form darstelle, dann bedeutet das hat. Ein Buch hat einen Autor. Das bedeutet diese Darstellung. Ja? Und bezeichnen tut man das mit dem Begriff Aggregation. Jedes Buch hat einen Autor. Und vielleicht hat ein Buch sogar mehrere Autoren.
Ja, das hätte man nämlich vorher auch nicht modellieren können. Wenn ich jetzt ein Attribut Autor gehabt hätte, hätte ich da einen Autoren reinschreiben können. Und hiermit kann ich jetzt sagen, ein Buch hat einen oder mehrere Autoren. Und ich kann jetzt unterschiedliche Autorobjekte einem Buchobjekt zuweisen. So, es geht weiter. Vielleicht, achso, nee, genau. Es gibt zwei unterschiedliche Arten dieser Art von Aggregation, wenn man so will. Die eine heißt Aggregation, ist unten aufgezeigt. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Eine spezielle Form der Aggregation ist die Komposition. Damit möchte man sagen, dass ein Objekt ein Teil eines anderen Objekts ist, oft auch physisch. Dann stellt man das mit so einem mit einer ausgemalten Raute dar. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ein Autor ein physischer Teil von einem Buch ist. Aber man kann sagen, wie unten dargestellt, dass ein Raum ein physischer Teil eines Gebäudes ist. Also ein Gebäude besteht aus Räumen. An der Stelle verwendet man oft den Begriff der Komposition und in allen anderen Fällen den Begriff der etwas lockereren Aggregation. Aber hin und wieder kommt man dann in Zweifel, was soll ich jetzt nehmen, welches von beiden. Letztlich ist es auch nicht so relevant. Ja? Okay, jetzt modellieren wir nochmal weiter. Eine weitere Klassenbeziehung möchte ich noch vorstellen. Und zwar kann man in der Bibliothek ja nicht nur Bücher ausleihen, ne, sondern auch sowas wie DVDs beispielsweise. Jetzt könnte man also sagen, okay, ich brauche eine abstrakte Beschreibung für DVDs. Was möchte ich über DVDs alles wissen und was möchte ich mit denen alles tun können? Jetzt haben wir hier eine Klasse eingeführt, DVD mit Titel, ja, die hat jetzt bestimmte Dauer, ja, die kann auch ausgeliehen sein, ja oder nein, true oder false, und die kann ich auch, soll ich auch leihen können und aussondern können. So, was ist jetzt hier ungünstig? Wer sieht's? Irgendwas behagt einem hier nicht so ganz? Ja? Warum? Achso, leihen und aussondern heißen gleich, genau. Na gut, wenn ich jetzt ein konkretes Buch habe, ein konkretes Buchobjekt und auf dem die Methode leihen ausführe, dann wird es auf diesem Buchobjekt ausgeführt. Dann besteht da kein Zweifel. Dann wird nicht zufällig eine andere DVD ausgeliehen. Die Methoden werden immer auf konkreten Objekten ausgeführt. Genau. Ja, aber die heißen gleich und haben auch die gleiche Bedeutung. Also ist irgendwas doppelt. Ne? Ja. Ja, genau. Also wenn ich das jetzt hier programmiere, dann muss ich sowas wie Titel, ja und ausgeliehen und so in jeder dieser Klassen formulieren. Ja? Und wenn ich jetzt auf den Gedanken komme, ich will nicht nur Bücher und DVDs haben, sondern auch Zeitschriften beispielsweise und so. Für jedes neue Ding, was ausgeliehen werden kann, muss ich immer wieder Titel, ja und ausgeliehen und so neu programmieren und festlegen. Die beiden unterscheiden sich aber auch. Ja, während DVD eine Dauer hat, hat ein Buch eine Seitenzahl. Das heißt, es gibt Gemeinsamkeiten und es gibt Unterschiede. Woher rühren denn die Gemeinsamkeiten? Woran liegt denn es, dass die Gemeinsamkeiten haben? Kann man das sagen? Ja? Ja, genau. Sehr schön. Es sind beides. Ich vermeide jetzt mal den Begriff Objekte, weil Objekte haben eine andere Bedeutung. Das sind beides Dinge, ja, mit denen man Informationen aufnehmen kann oder verbreiten kann und mitteilen kann. Wie nennt man so Dinge? Ja? Medien. Ne? Das sind beides Medien. Das ist ein Medium. Ne? So, okay. Das heißt, DVD ist ein Medium und ein Buch ist ein Medium. Und vielleicht könnte man sagen, dass ein Medium immer ein Titel und ein Jahr hat, und auch ausgeliehen sein kann, aber dass dann spezielle Medien noch spezielle Eigenschaften mitbringen. Beispielsweise haben Bücher die spezielle Eigenschaft Seitenzahl und DVD als spezielles Medium dann noch eine Dauer. Und genau das kann man auch tatsächlich modellieren. Und zwar in folgender Art und Weise. Ne? Man erfindet oder man schreibt eine Klasse Medium, in der fasst man alle Eigenschaften zusammen, die für Medien gelten. Klar, nämlich Titel ja ausgeliehen und dann kann man es leihen und aussondern.
Letztlich gibt es aber gar kein abstraktes Medium, ja, sondern es gibt DVDs und Bücher und so weiter. Und dann schreibt man Klassen, die alle Eigenschaften von Medium beerben und aber zusätzlich noch hinzufügen. Oft wird man die Klasse Medium innerhalb des Systems als eine Art abstrakte Klasse führen, weil man davon keine konkreten Objekte machen können soll, ja? Sondern man wird dann konkrete Klassen ableiten von der Klasse Medium und kann da zusätzlich tatsächlich auch noch Eigenschaften oder Methoden hinzufügen. Ich habe jetzt hier nur Eigenschaften hinzugefügt, man könnte auch noch zusätzliche Methoden hinzufügen, aber so spart man sich ein bisschen Arbeit. Und Autor ist jetzt hier aggregiert mit der Klasse Medium. Ja, die Klasse Autor ist aggregiert mit der Klasse Medium, weil jedes Medium einen Autor hat, also einen Urheber des Mediums, und das erben dann DVD und Buch gleich mit. Man spricht ja tatsächlich auch von Vererbung. Also es werden Eigenschaften von Medium vererbt an DVD und die Methoden auch und an Buch, also an alle abgeleiteten Klassen. Die Pfeile hier unten deuten an, dass DVD von der Klasse Medium erbt oder man kann es auch formulieren mit dem Begriff ist ein. Also DVD ist ein Medium, Buch ist ein Medium. Und zwar jeweils ein spezielles Medium. Man spricht dann auch davon, dass hier eine Spezialisierung stattfindet. Also DVD und Buch ist eine Spezialisierung von Medium. Ja? Oder Generalisierung und Verallgemeinerung in die andere Richtung. Ja? Wenn ich DVD und Buch und so weiter habe, dann habe ich jetzt generalisiert und verallgemeinert, indem ich die Klasse Medium geschrieben habe und dort alle Eigenschaften zusammengefasst habe, die für alle Spezialklassen gilt. Also hier spricht man von ist ein, DVD ist ein Medium, da oben die Aggregation immer noch hat ein, also ein Medium hat einen Autor. So, und wenn man jetzt im Team ein objektorientiertes System modelliert, also wir sind jetzt eine Softwareentwicklungsfirma und wir wollen ein Bibliotheksverwaltungsprogramm schreiben, ja, dann würde es nicht so besonders spannend, ja, ich weiß, aber es ist halt sehr anschaulich, ja. Dann würde man zusammensitzen und das in dieser Form grafisch modellieren, um im Team zu entscheiden, guck mal, du schreibst jetzt die Klasse Buch und du schreibst die Klasse Autor und dann gibt es auch irgendjemanden, der schreibt die Klasse Medium und so weiter. Ne? Und man legt hier fest, welche Schnittstellen haben denn diese Klassen untereinander, welche Dinge sollen die anbieten können. Und dann kann man im Team auch verteilt solche Systeme entwickeln. Der Hintergrund ist, man will modularisieren, Code modularisieren. Und Klassen sind eine Möglichkeit, Code zu modularisieren. Und man schreibt das System klassenbasiert, das heißt, unterschiedliche Klassen werden programmiert und zur Laufzeit, also wenn ich das Programm dann starte, dann werden die Objekte instanziiert, dann gibt es ganz viele Buchobjekte und ganz viele Autorenobjekte und so weiter, die dann zur Laufzeit in dem System vorhanden sind und die ausgeliehen werden können und so weiter. Das ist alles relativ abstrakt. Eine richtige Vorstellung kriegt man davon, wenn man tatsächlich mal objektorientiert programmiert hat. Das ist aber für unser Ziel jetzt gar nicht so arg notwendig. So. Die Hauptfrage ist jetzt, was bringt uns das für die Sicht auf Anwendungssysteme, also insbesondere auch für den Umgang mit Standardsoftware? Hintergrund war ja, wir wollen in der Schule keine Softwareschulung machen, sondern wir wollen die Strukturen vermitteln, die hinter solchen Systemen liegen. Strukturelles Wissen, das ich auch übertragen kann auf ähnliche andere Programme, ohne zu sehr an einem bestimmten Produkt zu hängen. So. Nehmen wir mal Bildbearbeitungsprogramme. Bildbearbeitungsprogramme arbeiten oft mit Pixelgrafiken. Ich habe Ihnen hier mal eine Pixelgrafik hingemacht, so ein F, ne? Pixelgrafik aus 5x3 Pixeln bestehend, also 15 Pixel. Pixel heißt übrigens Picture Element, ja, also Bildelement, ist einfach ein kleines Quadrat, das nicht mehr weiter zerlegt werden kann und eine bestimmte Farbe hat. So. Jetzt könnte man Pixelgrafik einmal objektorientiert modellieren, um sich zu veranschaulichen, zu verdeutlichen, mit welchen Objekten habe ich es eigentlich zu tun, wenn ich eine Pixelgrafik bearbeite. Und da ist die Situation relativ einfach. Ich habe eine Pixelgrafik, die hat eine gewisse Breite und eine gewisse Höhe. Ja, oder Länge und Breite, je nachdem, wie man die Begriffe wählen will.
In diesem Fall 3 und 5 jeweils an dem Beispielobjekt als Werte. Ja, und dann kann ich mit der Pixelgrafik irgendwas machen, beispielsweise kann ich sie löschen. Ja, also alle Farbsetzungen, die irgendwo gesetzt wurden, wieder rückgängig machen, mit der Hintergrundfarbe füllen oder sowas. Okay. Ja, jetzt habe ich es aber nicht nur mit Pixelgrafiken zu tun, sondern auch mit Pixeln. Das sind andere Objekte, die in dieser Situation eine Rolle spielen. Und man kann jetzt hier sagen, eine Pixelgrafik besteht aus Pixeln. Er ist aus Pixeln zusammengesetzt. Da würde sich tatsächlich jetzt hier die Assoziation Komposition anbieten. Pixelgrafik besteht aus Pixeln. Ja, und welche Eigenschaften haben Pixel? Sie haben vielleicht eine X- und eine Y-Position und sie haben eine Farbe. Viel mehr haben die nicht als Eigenschaften. Und welche Methoden könnten Pixel anbieten? Zum Beispiel Farbe ändern. So. Jetzt besteht so eine Pixelgrafik in diesem Fall aus 15 Pixeln. Ja, und wenn ich jetzt beispielsweise diese konkrete Pixelgrafik habe und ich würde auf der Pixelgrafik die Methode Löschen ausführen, dann könnte die Pixelgrafik mit ihren Pixeln kommunizieren, aus der sie besteht, und bei jedem einzelnen Pixel sagen, Farbe ändern auf Hintergrundfarbe oder so. So kommunizieren die Objekte dann miteinander. Was hat das für den Anwender für eine Bedeutung? Naja, als Anwender muss ich wissen, mit welchen Objekten habe ich es denn zu tun, in diesem Fall mit Pixeln, und welche Schnittstellen bieten mir diese Objekte an. Das heißt, was kann ich denn mit denen machen? Was man beispielsweise bei Pixelgrafik nicht machen kann, ist, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben so eine Pixelgrafik, ein Bild bestehend aus geometrischen Figuren, Kreis, Rechteck und so weiter. Sie können im Nachhinein jetzt nicht mehr diese einzelnen Kreise, dargestellten Kreise und Rechteck und so in der Größe verändern. Weil das Objekt, mit dem Sie zu tun haben, keine Information darüber hat, was dargestellt wird, sondern das kennt nur die Pixel. Sie können ja nicht die Kreise groß und klein ziehen, dann zumindest in Pixelgrafiken können Sie das nicht machen, dafür brauchen Sie Vektorgrafiken. Ja? Bei Pixelgrafiken ist es so, da können Sie nur einzelne Pixelfarbpunkte setzen, im Nachhinein aber dann nicht die dargestellten Objekte wie dieses F hier beispielsweise in der Größe ändern. Ja, jetzt haben wir in vielen Programmen aber mit Vektorgrafiken zu tun. Vektorgrafiken heißt, wir haben als Objekte keine Pixel, sondern tatsächlich geometrische Figuren. Ich habe einen Kreis hier, eine Linie und ein Rechteck, und mit denen kann ich schon ganz andere Dinge machen. Das heißt, auf denen kann ich ganz andere Methoden ausführen. Den Kreis in der Pixel, in der Vektorgrafik, ich sage jetzt mal beispielsweise, Folienpräsentationsprogramm hat Vektorgrafiken. Ne? Ich kann den Kreis nehmen und in der Größe auch nachträglich wieder ändern, indem ich dran ziehe. Dann würde ich sozusagen eine Methode ausführen auf dem Kreis Größe ändern. Oder ich mache üblicherweise einen Rechtsklick, und mit dem Rechtsklick kriege ich ein paar Methoden angeboten, die mir dieses Objekt anbietet, auf das ich rechts geklickt habe. Das ist relativ eng verbunden, dieser Rechtsklick-Kontextmenü auf Objekten mit einer objektorientierten Sichtweise. Ja? Ich klicke Rechtsklick auf ein Objekt und damit kriege ich ein paar Methoden angeboten, was kann ich mit diesem Objekt machen. So. Ja, und über das Kontextmenü erreiche ich auch oft ein Menü, in dem ich die Attribute ändern kann des Objekts, das ich gerade ausgewählt habe. Also beispielsweise hier Form formatieren. Ja? Dieser Kreis ist eine Form, als abstraktes Objekt oben drüber eine Form, konkretes Objekt ein Kreis. Vielleicht könnte man es so modellieren, dass die Klasse Kreis von der Klasse Form erbt. Aber hier in diesem Menü kann ich alle Attribute von Formen ändern. Beispielsweise die Höhe setzen, die Breite setzen, eine Drehung ändern und so weiter und so weiter. Linienfarbe setzen, Linienart setzen und so weiter. Ich kann also hier jede Menge Attribute setzen, die Eigenschaften ändern dieses Objekts. Ja, und jede dieser Möglichkeiten könnte man vielleicht sogar als Methode bezeichnen. Ja, also ich kann sagen, setze Höhe als Methode. Ich wende hier eine Methode an, die mir das Objekt bietet, und anschließend ist das Attribut geändert, das Attribut Höhe. Ja, und wenn ich, wie gesagt, wenn ich hier ein Kontextmenü öffne, dann habe ich jede Menge Methoden, die ich auf Objekten anwenden kann, auch ganz, auf ganz allgemeinen Objekten, wie beispielsweise ausschneiden und kopieren. Das geht in der Regel auf allen Objekten, die ich in irgendeiner Weise konstruiert habe, jetzt nicht nur auf geometrischen Formen.
Ja, bei Vektorgrafik hat man vielleicht auch was mit Text mal zu tun, also irgendwelche Textelemente. Auch die kann man ausschneiden und kopieren. Also auch hier relativ allgemeine Methoden zur Verfügung, die ich aufrufen kann und dann ja, das Objekt verändern kann oder mit dem Objekt etwas machen kann. Eine objektorientierte Sichtweise führt also dazu, dass ich die in dem Anwendungssystem, in dem ich mich bewege, wahrnehme, dass ich es mit digitalen Objekten zu tun habe und dass diese digitalen Objekte bestimmte Eigenschaften haben, die man ändern kann und dass diese digitalen Objekte bestimmte Services anbieten, bestimmte Methoden, mit denen ich etwas tun kann oder über die ich die Objekte verändern kann und ja, mit denen ich sozusagen bestimmte Serviceleistungen der Objekte annehmen kann. Ja, also dieser Kreis bietet mir beispielsweise die Serviceleistung verschieben an. Ja, und wenn ich das weiß, dann weiß ich, dass ich diesen Kreis verschieben kann. Also was kann ich mit diesem Kreis machen? Okay. An der Stelle ja, habe ich eine kleine Aufgabe für Sie. Und zwar dürfen Sie sich jetzt für ein Anwendungssystem entscheiden. Textverarbeitungssystem, Tabellenkalkulationssystem, Folienpräsentationsprogramm, Grafikprogramm, Vektor- oder Pixelgrafik dürfen Sie entscheiden. Oder Dateisystem, ja, als Teil des Betriebssystems. Wählen Sie irgendeines dieser Systeme aus und versuchen Sie mal, dieses objektorientiert zu modellieren. Nicht komplett, ja, das ist ein Riesending immer, sondern mit welchen digitalen Objekten habe ich es denn zu tun in diesem System? Wie stehen diese Objekte zueinander in Beziehung? Welche Eigenschaften haben diese digitalen Objekte? Und welche Methoden bieten sie an? Und das letztlich in Form von Klassendiagrammen mal aufzumalen. Gleich kann ich vorwegschicken, Sie werden an viele Stellen kommen, wo Sie sich so oder so entscheiden müssen. Modellierungen sind niemals eindeutig, sondern Sie müssen jetzt am besten in der Zweier- oder Dreiergruppe sich auf eine Modellierung einigen. Und spannend wird am Ende auch sein, warum Sie sich für eine bestimmte Art der Modellierung entschieden haben. Idealerweise machen Sie es so, dass Sie entweder es gleich digital machen, dass wir es nachher vorstellen können, oder Sie zeichnen auf Papier und wir fotografieren es schnell ab. Okay?